So, ein herzliches Willkommen zurück zum Cyberspace. Ach ja, stimmt, der Cyberdemon sieht uns ja hier gar nicht, ne? Lol, wir bypassen ihn einfach komplett. Ja gut, das ist natürlich auch eine Option. Digga, der ist. Warte mal kurz. Haben wir eine Rakete? Nee, ne? Ach, verdammt. Gibt's auf YouTube so witzige Videos, wo so Doomguy mit irgendwelchen Monstern halt interagiert. Und da ist auch halt auch so ein Video, wo Doomguy dann einfach so Cyberdemon anguckt. So von hinten, weil das Cyberdemon auch genauso wie jetzt hier weggedreht ist. Das ist ein Rocket Launcher. Cyberdemon. Rocket Launcher. Können wir leider nicht machen, wobei. Meine können wir natürlich schon so. Cheatcode. Sieht hier nur leider nicht so gut aus. So, oh, geht's runter? Da ist ein Loch. Nee, wohl nicht. Schade eigentlich. Die Frage ist, legen wir uns mit dem Cyberdemon an? Macht das irgendeinen Sinn? Außer Munitionsverschwendung? Eigentlich macht das keinen Sinn. Problem ist, wenn da oben noch irgendwelche Monster sind und wieder rumballern, dann wird er halt auch auf uns aufmerksam, ne? Auch wenn es hier gerade relativ ruhig aussieht. Oh. Ah. Gut, zur Rüstung kam er bereits. Hier ist gelb. Aber keine Interaktion möglich. Okay. Oh, hier ist auch Dead End. Gut, dann gehen wir mal. Gehen wir mal nach hoch. Hier. Hä? Achso, halt. Spring, nicht öffnen. Also benutzen. Okay. Gar keine Zombies mehr? Wo geht's hier hoch? Achso, da geht's wieder runter. Gut, hier oben sind gar keine Zombies. Auch geil. Okidoki. Ja, gut, abgesehen von selber, die man ist also alles ruhig. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier auch beruhigt. Ja, komm, da wird jemand lassen wir in Ruhe. Oder er erledigt sich selber beim Verlassen. Das kann natürlich auch sein. Alle tot. Ach! Wir sind jetzt hier am. Okay. Gut, das heißt, dann haben wir wohl die erste Passage damit. Habe ich gerade einen Zombie gehört? Ich habe doch gerade irgendwas schreien gehört. Ja, dann scheinen wir damit die erste Passage wohl geschafft zu haben. Was doch gar nicht mal so schlecht ist. Dankeschön. So, alle Waffen aufgeladen. Nachgeladen, meine ich doch. Sehr gut. Ja, dann geht es jetzt in den gelben Bereich. Aber ich muss zugeben, also das hier alles, das klingelt ja irgendwie noch bei mir im Kopf jeweils. Aber hier bei dem gelben Bereich, ich habe absolut keine Ahnung mehr, was mich erwartet. Ich weiß, dass hinter der Tür irgendwie so ein kleiner Raum ist, wo es dann noch mehrere Wege abgeht. Aber an mehr kann ich mich halt auch nicht mehr erinnern. Ich meine, wir haben schon mehr als die Hälfte der Gegner besiegt, also allzu viel kann nicht mehr kommen. Wir haben allerdings nur 2 von 7 Secrets. Was? Das klingt jetzt nicht noch sehr viel. Die Frage ist, gibt es hier noch mehr Secrets, da wo wir bereits waren? Die Frage ist halt, kommen wir noch zurück? Was halt zum Beispiel noch ein Secret sein kann, ist halt diese ominöse blaue Tür, die wir da gesehen haben. Und wir haben hier hinten, da hinten noch irgendwo noch ein da irgendwie die Richtung. Ja, also als wir da unten waren, haben wir hinten hochgeguckt. Da war noch so eine Megasphäre. Da weiß ich auch nicht, wie wir da rankommen. Eine von diesen Bildern hier vielleicht?
will es jetzt halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen wollen sollen. Weil da hinten... Ach man. Da... Ach, diese Maus, dass die Maus so klein ist. Auf jeden Fall da oben, links neben dem Doom-Zeichen, da ist so ein blaues Dingsterbums da. Kann ich hier eigentlich... Nee, kann ich noch nicht. Das heißt, da ist irgendwie ein Teleporter. Die Frage ist, wo ist das Gegenstück dazu? Was mich, wie gesagt, ein bisschen wundert... Weißt du was? Ich aktiviere mal hier doch die Falle. Ist vielleicht eine dumme Idee. Aber... Gut, hier ist schon mal nix. Und hier ist auch nix. Weil hier ist angeblich noch ein ganzer Raum. Guckt euch mal das hier. Ach du Scheiße. Hä? Der Raum ist mir noch nie aufgefallen. Wie kommen wir denn hier hin? Ah, guck mal, da oben ist der Hub. Da oben, über uns. Da ist der, da wo gerade dieser, da ist dieser Raum, den ich meinte. Und scheinbar ist einer der Wege, die wir später da wegführen, geht dann hier hinten in diesen blauen Raum rein. Lol. That's interesting. Ich habe halt, wie gesagt, nur Angst, dass wir halt nicht mehr zurückkommen. Weißt du was? Scheiß was drauf. Ich speichere mal sicherheitshalber einfach ab. Und dann gehen wir einfach in den gelben Bereich rein. Und wenn wir dann doch nicht mehr zurückkommen sollten, kann ich doch immer noch mal neu laden. Siehst du, schon ist nämlich zu. Das war's. Oha. Oha. Crazy Dinger. Revenant. Aber das Wichtigste ist mit dieser Shotgunner. Vielleicht sollte ich doch einfach mit der Minigun arbeiten. Hat doch ganz gut geklappt, oder? Hat doch ganz gut geklappt. Oh mein Gott. Danke. Oh, ich hab doch noch eine. Alter. Das ist halt das Problem mit diesem Realism Tactical Mode. Du musst halt so aufpassen, dass du nicht... Oh. Gut, das ging ja einfach mit dem, dass man wieder zurückkommt. Okay. Rocket Launcher. Not bad at all. Oh, Arcade Games. Oh, schöne Bilder hier vorne drauf. Gut, ein bisschen Blut verschmiert. Okay. Hier gibt es hier auch nochmal einen schönen. Nice. Wisst ihr, das Schöne an Anime-Mädchen ist halt, selbst low poly as fuck sehen die immer noch gut aus. So, gibt es hier irgendwas Secret-mäßig? Sieht erstmal nicht so aus. Okay, das heißt, wir haben zwei Gänge. Das ist der Gang, der uns wahrscheinlich zu dem Raum führt, den wir vorhin gerade gesehen haben. Hier haben wir zumindest schon mal einen blauen Raum. Ach, ich glaube doch, jetzt erinnere ich mich an den Raum. Doch, okay, doch. Ja, doch, doch. Den Raum kenne ich doch. Hier ist alles zu. Okay. Na komm doch, trau dich. Son of a bitch. Kommt der nicht raus, oder was? Ja, der kommt nicht raus. Er erinnert sich hier so eine Tür. Gut.
wurde gerade eines Besseren belehrt. Weil es gibt nämlich auch, also ist ja hier alles so Line-Devs, ne? Wer schon meine alten Doom Let's Plays Videos gesehen hat, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Und da kann man, bei diesen Line-Devs kann man durchaus sagen, dass da keine Monster passieren dürfen. Und ich dachte halt, weil der Monster hier lang gelaufen ist die ganze Zeit, dass hier nicht reinkommt. Weil das eine solche Line-Dev ist. So, jetzt aber. Oh nein! Aua, wieso? Nein! Alter! Ja. Oh, Alter, komm! Nein! Was tue ich hier gerade? Digga! Ruhig Blut hier! Warum ist der Raum offen? Nice! Alter, wie uns das gerade weggefickt hat! Ja. Aber ja, das ist der Raum, da oben waren wir vorhin, den wir gesehen haben. Die Frage ist, nehmen wir das Ding da gleich mit? Er kommt ganz ehrlich, ganz schon drauf geschissen. Let's go. Gibt es irgendwelche Secrets? Nee, guck mal. Achso, okay. Da hat gerade schon alle blinken, außer der eine nicht. Aber hier, der blinkt auch nicht. Und der blinkt auch nicht. Der da. Also. Keine Secrets so far. Das heißt, gehen wir jetzt mal in den anderen Raum. Ah, das ist ein Secret. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir den geöffnet haben. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ach, klar, guck mal. Ich hab grad gar nicht realisiert, dass wir gerade die Minimap eingesammelt haben. Das heißt, jetzt können wir gucken, wo wir noch Sachen nicht gefunden haben. Da hier hinten war dieses Minigame-Ding. Oh, dann das noch Minigame. Ach du Scheiße. Die zwei Minigame-Dinger? Okay. So, da hinten. Ah, das ist ein kleiner Abzweig. Ah, wait a second. Wo ist das? Das geht nach da. Jetzt sind wir wieder hier in dem Haupthub. Ach, hier. Ja, guck mal, da oben ist die Textur nicht ganz richtig aligned. Und ist auch ein bisschen dunkler. Ah, schau mal einer, guck. Nice. Oh, noch einer? Da draußen. Wie geil mit den Gardinen, bitte. Oh, das gefällt mir gerade alles so gut hier. Das kenne ich gar nicht, Ding hier. Komplett neu für mich. Digga. Ja, ist ganz gut, dass ich dieses Let's Play mache. Ich habe die Maps zwar schon ein paar Mal durchgespielt, aber habe scheinbar nie wirklich nach Secrets Ausschau gehalten. Das ist ja... Wow! Oh, Alter, dieser... Oh, Alter, ist das eine Aussicht. Oh, guck mal, hier ist noch ein Schalter. Wofür der wohl ist? Ob man hier wo runterspringen kann? Man kann! Frage ist... Ich lasse mich mal hier nur auf die... Ah, guck mal, hier lebt man. Okay. Dann geht's hier also vielleicht sogar noch weiter. Aber... Hier ist auch erstmal nichts. Oh, hier. Klar, bei dem ersten Fall, ne? Hier bei dem Fall überlebst du komplett, obwohl das super weit runter geht. Aber dann von dem zu dem weiter unten, da bist du sofort. Apfelmus. Hat uns zwar überhaupt nichts gebracht, weil, ja, wir haben immer noch schon 200. So, jetzt machen wir mal da hoch. Irgendwas war hier nochmal. Ah!
Ah, da geht's um ein zweites Minigame. Okay. Gut, voll gucken, haben wir jetzt alles? Eigentlich müssen wir jetzt hier alles haben. Da haben wir die Megasphäre, mehr gab's da nicht. Hier unten waren wir auch gerade, da gibt's auch gar nichts. Außer den Tod. Hier hinter gab's auch nichts. Ja, okay, dann gehen wir mal. Tatsächlich. Ey, ich finde das von der Atmosphäre her so unendlich gut gemacht, das gesamte Game. Es ist einfach so unendlich gut. Ja, dann gehen wir mal zum schätzungsweise nächsten Minigame. Ja, den Raum kenne ich gar nicht. Digga, das ist doch locker eine Arena. So wie die Sachen da verteilt sind, das ist doch locker ein Bosskampf. Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, das ist definitiv Premiere. Ich kenne diesen Raum halt noch so gar nicht. Was da hinten alles? Ach so, da hinten ist auch noch so ein Spielautomat, das Gelbe. Das ist wieder dieser Kopf von dem Mädel. Ja. Oh nein. Oh nein. Ja, es funktioniert. Geil. Gut, was, ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Nee, ich bringe gar nichts. Das ist ja voll unfair. Gut, ich muss also auf jeden Fall erstmal diesen. Wie heißt der? Archwilder. Lebendig begraben. Oh, Alter, was mache ich gerade? Alter! Wie wär's mal mit Sternen? Oh! Alter, was tue ich hier gerade? Ich muss hier raus! Oh, holy shit! So, da. Erstmal du! Okay, uns geht's gut. Das ist sehr gut. Ich werde nicht speichern. Ne, nur dass du schon mal Bescheid wisst. Okay, da hinten ist. Ja, es ist Munitionsverschwendung, ich weiß, aber es bringt uns halt Leben. Und wir brauchen jedes fucking Leben, was wir haben, was wir kriegen können. Okay. Blaue, grüne, Digga, wie viele Blutfarben gibt es hier eigentlich in dem Game? Vor allem, ich bin mit blauen Spuren hergekommen und jetzt auf einmal sind die Spuren grün. Like, what the fuck? Digga, das ist einfach so RGB-Blut. Da hast du einfach so an dem Lüfter dran. Kannst die Farbe vorstellen. Let's go. Ich höre auch keine Monster mehr. War's schon? Scheinbar, ne? Ich höre nichts mehr. Gut, das war ja doch ein bisschen... lame, als ich dachte. Ich meine, gut, ich bin so ganz froh, dass es nur ein Archwell war und keine 10 oder so. I don't know. Oh, Backpack. So, ich schätze mal, die ganze Loot haben wir jetzt auch. Gibt es irgendwie eine Treppe, wo man hoch kann, damit man von oben irgendwie gucken kann? Nee, ne? Ist das hier eine Falle? Warum ist das rot? Ich meine, klar, es ist gerade hochgegangen, vielleicht deswegen rot. So als Art Tür. Ich würde gerne hier irgendwie raufkommen. Na gut, lassen wir mal. Ich glaube, wir haben alles. Das Wichtigste war der Backpack. So. Wenn ich dies besser wüsste, würde ich sagen, das hier ist eine Falle. Aber scheinbar nicht.
Ja, gut. Okay. Oh, wir sind wieder in der Mitte. Oh, das ist wieder zu. Lol. Okay, aber wir können beliebig häufig öffnen. Gut, 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 gut. Gut, dann fehlt ja bloß noch die Richtung. Und noch zwei weitere Secrets. Die Frage ist, wo war jetzt diese blaue Tür? Ich hätte noch diese eine blaue Tür gefunden, wo ich nicht wusste, wo sie hinführt, ne? Wo genau war das? Finde ich die nochmal wieder? War die hier? Nee, 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 nee. Wo war die denn? Wo war die denn? Hier war sie. Ah ne, guck mal, da ist auch kein Weg eingezeichnet. Die Frage ist, ist da wirklich kein Weg oder ist das ein Secret? Aber wie sollten wir zu dem Secret hinkommen, ist die Frage. Wie gesagt, zwei Secrets gibt es halt noch, ne? Also kann jetzt immer noch irgendwo was sein. Da unten zum Beispiel ist so ein grauer Kasten. Aber das sieht ja aus wie so eine Falle, wo Zombies drin sind. Ne, mit so einem... Naja, also auf, halt eine Falle, kein Secret. Aber hier links zum Beispiel... Ah, nee, das ist der offene Bereich, alles gut, ne, meint. Ja, nee, scheint, als wenn wir hier soweit alles haben. Außer dieser eine kleine Bereich, wo der blaue Dings drin ist. Aber abgesehen davon ist nur noch hier oben Stuff. Die beiden großen Games haben wir jetzt auch beide. Das heißt, auch da dürfte nicht mehr sein. Ja, da gehen wir also doch in den nächsten Bereich über. Und das ist der hier. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Von daher. Bis dann.